dass gerade die Frauen direkt nach der Geburt mit dem Baby zu Hause sind. Auf der einen Seite ist das total schön, auf der anderen Seite ist es auch total anstrengend. Wenn ich mir so die Elternzeitschriften angucke, überall sind strahlende Kinder, strahlende Mütter. Und die Eltern haben das Gefühl, wenn es alles wunderbar läuft, dann bin ich eine gute Mutter. Und wenn es eben Aggressionen im Alltag gibt, dann bin ich eine schlechte Mutter. Auf einmal ist man Mama im Leben, ne? Also ich habe mich da auch nicht komplett vorbereiten können. Elternschulen gibt es schon seit 50 Jahren. Da sind wir lange dabei, haben immer wieder darüber diskutiert, ob der Name verändert wird. Auf der einen Seite ist es ein gesetzter Begriff, den viele Familien schon kennen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es auch ein bisschen einschüchternd ist. Und das hat für mich nichts zu tun mit einem Frontalunterricht. Und ich glaube, das verbinden die meisten Menschen mit dem Wort Schule. Uns ist es ja wichtig, dass wir hier sehr niedrigschwellig arbeiten. Am Mittwochvormittag, da haben wir ein offenes Frühstücksangebot. Da ist es zum Beispiel so, dass die Mütter dann erstmal nur kommen, weil sie ihr Kind wiegen wollen und dann vielleicht sich zum Frühstück dazusetzen und so langsam Vertrauen aufbauen. Viele haben einfach ihre eigene Familie nicht vor Ort, ihre eigenen Eltern. Wenn der Mann bis um 5:30 arbeitet, der hat dann auch nicht die Energie, dann zu sagen, wir reden darüber. Hier findet man unter Umständen wirklich auch Freunde fürs Leben, nicht nur für die Kinder. Fast jede Person, die man irgendwie im Einkaufszentrum oder so sieht, sagt man Hallo, weil man die halt irgendwie durch sowas kennengelernt hat. Damit sie nicht alleine auch auf den Spielplätzen sitzen und damit die Kinder einen Kontakt bekommen. Natürlich gibt es auch Themen, zum Beispiel mein Kind ist in der Trotzphase, wie gehe ich damit um, was sind entwicklungspsychologische Eckpunkte. All solche Sachen werden aufgegriffen in einem ganz offenen Rahmen. Ich glaube, als Elternteil hat man immer irgendwie eine Frage, ob das jetzt mit Beikost anfängt. Das eine Kind kann schon das essen, das andere Kind noch nicht. Ja, durchschlafen oder stillen, nicht stillen. Die Kursleiter, die stehen natürlich für Fragen auch offen. Irgendwie habe ich das dann auch, hat Frau Albrecht immer ein bisschen hinterher gefragt und dann hat sie mich zum Beispiel auch weitervermittelt zum Osteopathen. Also wir hatten eine ganz heftige Phase, sag ich mal, mit Ella. Sie hat sehr an den Haaren gezogen bei anderen Kindern, wo man dann als Mama gar nicht weiß, wie man überhaupt handeln soll. Wir wollten vom Spielplatz nach Hause gehen, also ich wollte das, Marlene anscheinend nicht, weil sie sich ganz doll gewehrt hat. Sie hat mich dann auch gehauen und ich wusste mit der Situation überhaupt nichts anzufangen. Also wenn ein Kind wütend ist, dann hat es immer einen Grund, immer. Und wir müssen rauskriegen, woran liegt das. Und da steht keiner mit einem großen Zeigefinger und sagt, das machst du falsch, sondern wir versuchen das immer in eine bestimmte Richtung, sondern ohne Gewalt. Und bei mir kriegen sie eben andere Möglichkeiten. Dann leben hier in Stadshoop sehr, sehr viele Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und das hat auch dazu geführt, dass wir sehr viele Angebote zum Beispiel für iranisch-afghanische Frauen haben. Wir haben angefangen mit einer spanischen Eltern-Kind-Gruppe. Luisas Papa kommt aus Peru und deswegen wäre es natürlich schön, wenn sie zweisprachig aufwächst. Man lernt eigentlich alle möglichen Kulturen hier kennen. Natürlich passiert immer mal was, dass mal irgendwie der eine das Auge verdreht, weil vielleicht drei Frauen im Kopftuch sind und zwei ohne Kopftuch. Aber es wird ganz toll drüber gesprochen. Also es geht einfach auch in den Gruppen darum, dass die Eltern den Spagat hinkriegen zwischen ihren eigenen kulturellen Werten und unserem Leben hier. In einer anderen Elternschule heißt es Herbstfest. Wir haben hier tatsächlich noch die Weihnachtsbäckerei, weil wir das wirklich versuchen zu erklären, dass wir auch noch eine Tradition haben. Die sehen super schön aus. Wir versuchen gerade vermehrt, die Väter für die Arbeit in der Elternschule zu gewinnen. Dann kam natürlich auch das Angebot, ein Vätertreff. Dann wurden wir von unseren Frauen angemeldet. Hat sich doch im Nachhinein jetzt als gute Sache entpuppt. Die meisten Väter kommen aus der Umgebung und sind auch schon seit Jahren in dieser Vätergruppe in der Elternschule gewesen. Ich glaube, dass viele Eltern oder jetzt auch gerade die Väter sowieso den Wunsch haben, irgendwie mit ihrem Kind rauszugehen und da ein Feuer zu machen. Aber viele haben es von ihren eigenen Vätern gar nicht gelernt. Wir bieten eigentlich alles an ab der Schwangerschaft. Wir bieten Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungskurse, Babymassage, Eltern-Kind-Kurse. Also wenn man bedenkt, dass in Eppendorf an jeder Ecke irgendwelche Pickup- oder Musik-Früherziehungskurse sind, die alle irgendwie in die hunderte Euro gehen und hier kriegt man eigentlich alles umsonst, dann das ist wirklich toll. Ich sehe Elternschule gar nicht so, dass wir Eltern beibringen, wie es geht, sondern der Ort, wo man weiß, wie anstrengend Elternsein ist. Man sieht dann auch, dass andere Eltern die gleichen Probleme haben und es beruhigt einen dann ein bisschen.
kann der Raum sein, in dem man lernt, es kann die Gemeinschaft sein, mit der man lernt. Und jede Elternschule ist etwas ganz Besonderes und hat auch ein ganz besonderes Profil. Wir werden einfach so dieses offene Angebot weiterhin nutzen, kommen zu können, wie es gerade so passt. Es ist einfach super schön, sich dann auszutauschen nebenher und nicht die ganze Zeit zu zweit zu Hause aufeinander rumzuhängen.